Ich genieße es, in den Bergen unterwegs zu sein, ob in den Alpen, wo ich herkomme, oder hier im Schwarzwald in der Nähe meines Wohnortes. Das Wandern gehört zu meinem Leben. Gerade der Schwarzwald ist auch beruflich interessant, weil an manchen Orten eine relativ hohe natürliche radioaktive Strahlung aufweist, teilweise höher als an meinem Arbeitsplatz. Mensch und Umwelt vor Strahlung zu schützen, ist die zentrale Aufgabe in meinem Job im Kernkraftwerk Leibstadt. Hier muss ich mich auf diverse Messgeräte verlassen können. Durch regelmäßige Funktionstests stelle ich sicher, dass all meinen Kollegen im Strahlenschutz stets einwandfreie Instrumente zur Verfügung stehen. Der konventionelle Teil der Anlage ist von der Zone mit radioaktiver Strahlung getrennt. Dort gilt unsere Richtlinie für die Strahlenexposition: so kurz wie möglich, so wenig wie möglich. Bei allen Arbeiten halten wir uns deshalb an die 3A-Regel: Aufenthaltsdauer verringern, Abstand zur Strahlenquelle halten und abschirmen, wenn möglich. Wir Strahlenschützer müssen also vor Beginn aller Arbeiten ganz viele Faktoren beurteilen. Und zwar nach Fragen wie: Wo arbeiten, wie viele Personen, wie lange? Wie hoch ist die Umgebungsstrahlung? Die Antworten darauf definieren die notwendigen Maßnahmen wie persönliche Schutzausrüstung und Abschirmung. Auch muss alles, was das Kraftwerk verlässt, frei von Strahlung sein. Das stellen wir durch sorgfältiges Reinigen und Messen sicher. Wichtig ist das Dokumentieren und Interpretieren unserer Messergebnisse und Rundgänge. Es bildet die Grundlage für alles, was wir im Strahlenschutz entscheiden und vorkehren. Eine gute Interaktion und Kommunikation mit den Kollegen ist deshalb ein Grundpfeiler meiner Arbeit. Radioaktivität ist schon faszinierend. Hier im Kernkraftwerk sorge ich dafür, dass wir sicher und professionell mit ihr umgehen. Dafür übernehme ich gerne Verantwortung.